Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer. Betrüger nehmen dringliche Themen gern zum Anlass, um über Phishing-Mails Schadstoffsoftware zu verbreiten oder Nutzer auf betrügerische Webseiten zu locken. So auch in der aktuellen Corona-Krise, bei der Kriminelle mit der Verunsicherung der Menschen spielen. In gefälschten E-Mails mit angeblich wichtigen Informationen zu Corona geht es meist um erfundene Virusberichte, die verseuchte Dokumentenanhänge beinhalten, oder um Spendenaufrufe für vermeintliche Corona-Hilfsprojekte mit einem Link auf eine gefälschte Webseite. In anderen Fällen geht es um Hinweise zu angeblichen Vorsorgemaßnahmen bei Shoppingportalen. Die Absender suggerieren den Mailempfängern, dass angeblich Betrüger auf die Shoppingportale zugreifen und so auf ihre Kosten einkaufen. Um das zu verhindern, fordern sie auf, eine in der Mail verlinkte Seite zu besuchen und dort ihre Zugangs- und Login-Daten einzugeben und diese zu bestätigen. Wer das tut, hat den Ganoven einfach einen freien Zugang auf sein Einkaufsportal ermöglicht und muss sich nicht wundern, wenn er Rechnungen für nicht bestellte Ware bekommt. Die illegal gekauften Produkte werden in der Regel an eine Postkastenadresse versandt. Sie sollten generell umsichtig bei E-Mails mit unbekanntem Absender sein. Es empfiehlt sich, mit der Maus über den Absendernamen zu fahren, dann zeigt sich in einem Feld die tatsächliche Absenderadresse. Wenn die nicht mit dem Absendernamen übereinstimmt, ist generell Vorsicht geboten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auf einen Link zu klicken oder einen Anhang zu öffnen. Beide können schädliche Inhalte transportieren. Auf der Suche nach echten Informationen, zum Beispiel zur Corona-Pandemie, sollten Sie ausschließlich auf seriöse, offizielle Quellen zugreifen, wie Infoseiten bekannter Behörden oder Einrichtungen. Rufen Sie diese Seiten immer selbst durch manuelle Eingabe im Browser auf, niemals über einen Link in einer E-Mail.